Ich sollte versuchen herauszufinden, was die Osseram hier wollten. Dieses Ding schießt Anker? Sie wollten den Langhals zu Fall bringen, wurden aber von den Maschinen überrascht. Könnte ich bloß irgendwie da hochkommen und den Schaden untersuchen? Es sei denn, ich hole den Langhals selbst runter und versuche ihn am Boden zu reparieren. Das wird nicht schön, aber zumindest wird er repariert. Hier weitere Ballisten platziert haben, muss sie nur benutzen. Probier's! Jetzt wahrscheinlich gibt es hier noch weitere Anker. Ich muss sie finden. Mit ihnen bringe ich den Langhals zu Fall. Eine Balliste. Und sie hat einen Anker, den ich brauche. Dann benutze ich ihn. Einer mehr sollte schwer genug sein. Oh, noch mehr Maschinen. Ich muss mich beeilen. Ich sollte hier nach anderen suchen. Thank you.
Ein Vorrat für die Jagd. Noch mehr tote Osseran. Sieht aus, als hätten sie eine Maschine mit sich gerissen. Ich habe die Balliste bereits verwendet. Ich sollte hier nach anderen suchen. Stützt sich auf mich, wenn ich nicht aufpasse. Eine Balliste. Sie hat einen Anker, den ich brauche. Wenn ich dich überbrücke, finde ich heraus, was ich reparieren muss. Hast du die Tiere gesehen, die in der Schlinge reiten? Irgendwie scheinen die gar nicht zu erkennen. Bei einem Ast gestrandet. Aber diese Ebene haben einige Tiere. Ich freue mich schon auf die nächste Tour in deinem räudigen Winter. Hast du dich verlaufen? Stahl und Funke, wenn du nicht die Nadel im Heuhaufen bist. Wie bitte? Heiliger Hammer. Ich kenne dich. Du bist diese Nora. Die Retterin. Meine Retterin.
genau zur rechten Zeit. Ich bin Porguf Stöbermann, Chefstöberer und Leiter von Porgufs Expeditionen und Lieferant feinster Stöberwaren. Und wovor rette ich dich genau? Tod und Verzweiflung, meine Stahlflammenfreundin. Diese großartige Expedition hier erlitt einen kleinen Rückschlag. Nicht weit von hier ist ein geheimer Tunnel. Ein Durchgang der Alten. Verloren und wiedergefunden. Ich und die Hälfte des Trupps gingen voran. Die andere Hälfte sollte unmittelbar danach kommen. Tage später kam nur ein einziger Mann. Zitternd wie ein Frosch im Eiswasser. Er sagte uns nur, dass Tod und Dunkelheit sie verfolgten, als der Tunnel einstürzte. Er starb mit schreckensweiten Augen. Der Rest des Trupps hat Angst. Sie weigern sich weiter zu stöbern, bis sie einen Weg hier herausgefunden haben. Du hast den halben Trupp verloren und sorgst dich um die Grabung. Ihr Opfer muss sich doch auch gelohnt haben, oder? Außerdem, jetzt da du da bist, sind unsere Tage als Gestrandete vielleicht gezählt. Hilf mir, den Tunnel wieder zu öffnen und ich beteilige dich am Gewinn. Wie findest du das? Ist das Lager eure Operationsbasis? Welche Operationen? Der Plan war, weiter nach Süden zu gehen, wenn der Rest der Expedition eintrifft. Die Grabung ist direkt hinter den Dünen. Doch jetzt rührt sich der Trupp erst wieder, wenn das Tunnelproblem gelöst ist. Sie gaben dem Ort sogar einen Namen. Lager nirgendwo. Die machen sich wohl über mich lustig. Ja, das glaube ich auch. Woher weißt du von diesem Geheimtunnel? Die Kunst des Stöberns natürlich. Ein Stöberer ist nur so gut wie sein Gespür für gute Orte. Okay, na gut. Drei Osaram kennen angeblich einen Weg um die blutrünstigen Tenakt herum. Zu unberührten Grabungsorten im Westen. Dann könnte ich jemanden eingestellt haben, der was vom Finden und Verfolgen versteht. Ein Spion? Hör zu, wenn die Gerüchte stimmen, gibt es genug Grabungsorte für ein Dutzend Trupps. Aber jemand muss den ersten Schritt wagen. Ein Basislager, eine zuverlässige Versorgungsroute. Den Ort gegen Maschinen bewachen. Ich schätze, die Osaram würden aus Sand viele Scherben machen. Ganz genau. Würdest du mir bitte erklären, wieso in der Nähe ein paar Osaram meinen Langhals ausgeschlachtet haben? Was du nicht sagst. Also waren sie nicht auf die Grabungsorte in der Wüste aus, sondern auf einen Langhals. Offenbar waren die nicht allzu helle. Waren sie nicht Teil deiner Expedition? Das dachte ich auch. Aber kaum waren wir hier aus dem Tunnel raus, machten sie sich selbstständig. Wie es scheint, wollten sie nur die Position des Tunnels erfahren. Dann haben sie das Geheimnis mit ins Grab genommen. Maschinen haben sie getötet. Ha! Die verdiente Strafe. Das passiert, wenn man einen friedlichen Langhals angreift. Was weißt du über das Gebiet? Tja, nördlich von hier leben die bösartigen Tenakt. Angeblich trinken sie Blut statt Wasser. So überleben sie in diesem Ödland. Im Süden, da gibt's alles. Tod, Wüste und die Grabung. Stell dir einfach ein riesiges Grab der Alten vor. Verbogene Metallruinen, verborgen im Sand. Bewacht von Stürmen und so bösartigen Maschinen, dass du dir wünschst, dass sich ein paar Grauhabichte auf dich stürzen. Nicht einmal die Tenakt wagen sich tief in die Ruinen. Nur die mutigsten Entdecker gehen da hinein. Wie du selbst? Natürlich. Irgendwann. Mal sehen, was ich tun kann für den Tunnel. Haha, meine Retterin. Für die Leute, die hier eingesperrt sind. Nicht deine Grabung. Ist doch das Gleiche. Ist er das, da drüben? Das ist er. Oh, wenn du schon dort bist, könntest du nach meiner Kassette suchen? Der zweite Trupp sollte den Rest der Vorräte und des Gepäcks mitbringen. Ich würde sie nur ungern verlieren. Meine Mutter hat sie handgeschnitzt. Ich bringe sie mit, wenn ich sie finde. Ich danke dir. Viel Glück, Stahlflamme. Ich habe Porguf gesagt, dass das keine gute Idee ist, aber nein! Das war's mit dem einzig sicheren Weg. Retterin soll auf Langhals klettern. Das will ich auch mal probieren. Das kommt für später zum Vorrat. Das Mädchen war nervöser als eine Sprungfeder. Sie hätte mich nicht schlagen müssen. Jetzt ist sie in der Wildnis, ganz allein. Wer weiß, was sie da draußen alles töten könnte. Jemand ist weggerannt? Ihren Namen weiß ich nicht. War sehr still. Weiß nicht, ob sie schüchtern oder verängstigt war. Sie wollte nur nicht, dass man ihren Sachen zu nahe kommt. Das ist sicher. Ich war nur neugierig, mehr nicht. Sie hätte mich nicht schlagen müssen. Dein Glaskinn ist nicht das Problem, Mann. Das Mädchen ist es. Ganz allein im Busch.
Und das ist Tenat-Gebiet. Wohin ist sie gegangen? Westlich, den Hügel rauf. Finde sie, wenn du kannst. Mach ich. Aber pass auf, sie ist echt unentspannt. Tenat-Rebellen im nahen Außenposten können... Abreibung gebrauchen, Jägerin. Anscheinend haben wir Gesellschaft. Die Tenak bekämpfen einander dieser Tage erbittert. Einige von ihnen können Maschinen sehen. Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Sie errichten Außenposten in dieser Gegend. Ich habe nur ein wenig westlich einen gesehen. Einige haben sich südwestlich am Rande der Wüste niedergelassen. Sie haben sich sogar im Süden niedergelassen. Da schläft man gleich viel ruhiger. Halte dich einfach von ihnen fern. Die Rebellen sind ziemlich übel. Ich werde Ausschau halten, wenn ich draußen bin. Eloy, du willst mir hoffentlich bei der Maschinenjagd helfen. Streitüberzwingerin. Nützlich, um Farben herzustellen. Na, du bist gekommen. Ich bin gerührt. Bitte entschuldige das Durcheinander. Unsere Soldaten bereiten sich hier darauf vor, Maschinen in die Schlucht zu treiben, um Teile zu sammeln. Nimm dir ruhig alles, was du brauchst. Unsere Beute ist nicht weit.
bin gleich hinter dir. Hier lang. Je schneller wir diese Herzen haben, desto schneller bekommen wir Wasser. Unglaublich, dass eine Fremde uns hilft, unser eigener Clan aber nicht. Unsere sogenannte Kommandantin redet immer davon, wie knapp das Wasser in der Wüste ist. Aber verdrustet irgendwer in Brennspeer? Oder ihr eigener Trupp? Unser Clan sollte von jemandem angeführt werden, der weiß, wie man ums Überleben kämpft. Ich vermute, du meinst dich selber? Ich würde dafür sorgen, dass alle genug Wasser haben. Egal aus welchem Dorf. Hat Yutaka nicht gesagt, dass ihr ohnehin zu wenig habt? Da würde mir schon was einfallen. Es gibt immer eine Möglichkeit. Wie ich höre, machst du lauter Ärger. Tekotes arrogantes Lächeln ist genauso zerbröckelt wie seine Mauer. Ich ernte mit dir Maschinenherzen, wenn ihr so an Wasser kommt. Ja, tun wir. In diese Schlucht treiben wir die Maschinen. Dann kesseln wir sie ein und töten sie. Gut. Wir müssen über die Absperrung reinklettern. Sind wir drin? Sei kampfbereit. Dort sind gute Leute gestorben. Mal sehen, wie sich die Streiterbezwingerin schlägt. Du zuerst, ich folge. Pass gut auf die Herzen auf. Ich nehme sie später. Verwüster auf der Jagd, gerüstet für einen.
wird ein schwerer Kampf. Einen würdigen Kampf! Ganz gleich ein Kampf! Hey Leute! Nimm die Munition! Das schlägst du weg, hey Leute! Thank you.
Könntest du bitte die Maschinenherzen ernten? Alle Teile, die wir brauchen. Ich sollte sie zu Draka bringen. Mögen die Flügel der Zehen dich heimtragen, Bruder. Ich hab die Herzen. Wir sollten nach Pfeilhand zurück. Ja, zumindest könnten wir die Soldaten bestatten. Moment, da wütende Maschinen kein Problem für dich sind. Ich will noch einmal zu dem Donnerkiefer zurück. Dort starben noch mehr Kämpfer. Ich lasse sie nicht dort. Sie verdienen auch eine Bestattung. Begleitest du mich? Geh voraus. Gut, dass du dabei bist. Unfassbar, dass so viele sterben müssen. Für Wasser. Hast du mit deiner Kommandantin in Brennspeer gesprochen? Ach, bitte, die hört doch nur auf das Geräusch eines gespannten Bogens. Was das angeht, im Ernstfall wüsste ich deinen gerne auf meiner Seite. Bin nur auf der Durchreise, Draka. Den Versuch war's wert. Hier ist es. Wo der Donnerkiefer meinen Trupp zerfetzt hat. Tut mir leid, Draka. Sie waren Krieger, bis zum Ende. Wir sollten loslegen. Da ist noch jemand am Leben, bei den Felsen. Boden. Vorsicht, der Boden! Was meinst du, Soldat? Gräber! In den Kampf! Thank you.
Der Donnerkiefer ist zurück. Das wird heftig. Man muss vorbereitet sein. Hol du das Herz des Donnerkiefers. Ich sehe nach dem Soldaten. Das wird reichen. Ich sollte nach Draka und dem Soldaten sehen. Immer gut, einen Vorrat zu haben. Geglaubt, ich schaffe es nicht. Du hast dich gut geschlagen. Du gehst nach Hause. Dank ihr hier. Du warst es, der niemanden zurücklassen wollte.
Ich weiß, ich schulde dir schon einiges, aber kannst du die Herzen nach Pfeilhand bringen? Wir kommen gleich nach. Na klar. Passt auf. Mit dem Donnerkieferherzen bekommen wir genügend Wasser. Danke, Aloy. Frost macht sie brüchig. Zurück. Wo ist Draka? Nur etwas spät, Kaplan. Ich habe ein bisschen Gepäck mitgebracht. Wenn ich ihren Spuren folge, sehe ich vielleicht. Sie hat die Maschinenherzen. Auch vom Donnerkiefer. Du hättest die Flamme sehen sollen. Hier. Zur Erinnerung an unseren ruhmreichen Aufstieg. Und was für ein Sieg. Das Kommando wird sehr erleichtert sein. Bring sie so schnell wie möglich nach Brennspeer. Und sagt der Kommandantin, wie viele dafür starben. Jägerin, können wir reden? Ich weiß von deinen Taten am Bollwerk. Es heißt, du benutzt nicht nur Bogen und Speer, sondern auch eine Art zweites Gesicht. Besonders, wenn es irgendwie um die Alten geht. So kann man es auch sagen. Es stimmt also. Du hast meinem Clan sehr geholfen. Aber unsere Probleme lassen sich nicht so leicht lösen, wie Draka meint. Dein zweites Gesicht ist genau das, was wir brauchen. Worum geht es denn genau? Nicht hier. Such mich in Brennspeer. Ich erkläre dir alles. Ich komme so bald wie möglich. Gut. Der ganze Clan braucht dich. Fremde, ja. Möchtest du mit und den sind alle Freunde, ja? Komm schon, sei nicht naiv. Ich hab den Kaplan neulich gefragt. Kostet viel auf Metallblüten. Thank you.
Haben die Maschinen gezählt, die Rebellen? Und wie war die Antwort? Nicht sehr hilfreich. Ihre Maschinen waren anders als die, die heute durch die Welt streifen. Mir hat mal jemand gesagt, in der Einsamkeit liegt die Kraft. Die Kraft, sich zur Wehr zu setzen. Einem Zweck zu dienen, der größer ist als man selbst. Und zum Wohle aller. Diese Worte trage ich bei mir auf der Jagd, wohin es mich auch verschlägt. Und jetzt nehme ich sie mit in den verbotenen Westen.